Hallo zu einer Ausgabe von 5. Diesmal möchte ich euch die 5 besten Pickups des Jahres 2022 vorstellen. Gemeint sind diesmal wirklich Pickups, die ich bei Kleinanzeigen oder eBay gemacht habe oder von Freunden abgekauft habe. Eben halt keine vom Flohmarkt. Die besten Pickups vom Flohmarkt, die 5 besten, habe ich hier gezeigt. Also in der Infobox seht ihr sozusagen den Link dazu. Ja, 5 Pickups habe ich mir rausgenommen, die mich doch besonders eben halt ja, begeistert haben von denen, die ich mir gekauft habe bei Kleinanzeigen und ja, von Freunden oder so. Es ist jetzt keine, die ich jetzt regulär im Laden gekauft habe. Es geht wirklich um Pickups eben von Kleinanzeigen, von Freunden und ja, eBay normal. Also sprich, es sind keine ja, Amazon Käufe, wer ist jetzt Marketplace, ältere Sachen, das wäre auch mit drin gemeint, aber es ist wirklich jetzt nichts, das Neuware betrifft. Da hatte ich auch überlegt, weil es gibt ganze Menge wunderbarer Sachen, die ich eben halt und mein Bruder zusammen erworben haben im ganzen Jahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sozusagen meine Top-Liste durch, oder ich bin ja durchgegangen im Kopf, was waren denn so meine Favorites dieses Jahr, da kam schon ins Gespräch die Monkey Island Anniversary Box von Limited Run, weil ich ein großer Monkey Island Fan bin. Die habe ich aber dann doch rausgenommen. Also die ist nicht in der Liste. Ja, ich habe wie gesagt 5 unterschiedliche ja, besten Pickups des Jahres. Ich habe sie wirklich ein bisschen sortiert von den Favorites. Deswegen fangen wir jetzt an mit der Nummer 5. Platz 5 ist bei mir die Resident Evil Village ja, Collector's Edition. Diese große Box, die ich ja, von dem lieben Manuel abgekauft habe. Dem Manuel, dem von Sammlerschutzhöhlen.de, habe ich im Sommer auf einer beruflichen Reise, wo ich, oder in dem Rahmen, wo ich die Reise hatte, hatte ich ein bisschen Freizeit. Und dann habe ich gedacht, besuche ich Freunde und habe unter anderem ihn besucht. Und wir haben einen wunderschönen Nachmittag verbracht. Ihr könnt es auch sicherlich sehen im Verlauf sozusagen meiner ganzen Videos. Da findet ihr auch ein, ja, wie soll ich sagen, ein Video davon. Mein Sascha on Tour Video. Also, ne? Obwohl, das kann ich auch hier verlinken. Komm, wird hier verlinkt. Ne? Da schaut ihr an. Da gibt es noch ein bisschen mehr Infos. Aber unabhängig davon, ich habe dort diese schöne Resident Evil Village Box abgekauft. Und die waren absolut neuwertig für die PlayStation 5. Die hat mich auch sehr beeindruckt. Ich mag das Spiel, ich gebe auch zu, das Spiel hat mich wirklich begeistert. Ich bin ein großer Resident Evil Fan. Auch wenn ich eben halt mit der Ethan Winters Reihe so ein bisschen zwiegespalten war, gebe ich zu. Weil ich sie nicht so ganz als Teile zur Hauptserie betrachte. Deswegen bin ich auch persönlich so ein bisschen der Meinung, dass dieser ganze Teil mit Umbrella und Chris Redfield irgendwie gar nicht richtig reinpasst in dieses Spiel. Das ist auch, was jetzt gerade war im Village. Das ist, finde ich, auch so ein bisschen der Punkt, der mir dann nicht so gefallen hat im Spiel. Aber unabhängig davon, das Spiel hat mich völlig begeistert. Besser als Teil 7, den ich auch vom Horror-Aspekt richtig klasse finde. Und es gibt echt tolle Momente. Und wie gesagt, Resident Evil Village, ich habe es jetzt auch mehrfach schon durchgespielt, habe mich völlig begeistert. Ich finde auch gerade der Schlossteil ist richtig genial, gerade mit der Lady Dimitrescu, die richtig schön Eindruck schindet und auch richtig, ja, ein super toller Gegner ist eigentlich. Ein bisschen kurz fand ich das Schloss, das hat mich nachträglich dann doch ein bisschen enttäuscht, dass man doch recht schnell durch ist. Jedenfalls, wenn man es beim zweiten Mal spielt, beim ersten Mal kam es einem immer dann richtig lang vor, weil es ja auch neu ist, man erforscht richtig. Ja, und das Spiel, wie gesagt, hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte mir am Anfang nur die klassische Edition gekauft und ja, irgendwie ergab sich das dann bei dem Treffen mit Manuel, dann sprachen wir über das Spiel und dann sagte er, ich habe hier noch eine Box übrig, würde ich verkaufen. Und ich war ja gerade bei ihm, er wohnt nicht gerade um die Ecke und dann habe ich gedacht, okay, komm, ich überlege es mir und dann schickst du mir sie zu, war so der erste Gedanke. Naja, und dann bin ich da bei ihm, kurz bevor ich gehen will sozusagen, ich denke, was für ein Schwachsinn, ich bin jetzt mit dem Auto da. Und besser als mit der Post zu schicken, dann weiß ich wenigstens, dass es gut ankommt, wenn ich die Box mitnehme. Ja, und so kam es dann, dass ich die Box dann bei ihm abgekauft habe. Dafür danke ich dir nochmal, lieber Manuel. Das ist ein echtes Sammlerstück in meiner Sammlung und momentan ist sie noch gut geschützt im Karton.
Aber ich werde mir wohl von dir auch nochmal eine Sammlerschutzhülle besorgen, damit ich die auch nochmal richtig gut aufbewahren kann für die nächsten vielen Jahre. Ja, das war der beste Pickup Nummer 5. Auf Platz 4, zu eurer Überraschung, liegt Transformers G1. Ich bin ein großer Transformers G1-Fan dieser Reihe und ich sammle eine ganze Menge. Und ihr habt in vielen den Pickups gesehen, auch speziell mit Transformers, dass ich eben halt mir eine ganze Menge an klassischen Figuren gekauft habe. Und es war echt schwer, da mal sich so auf was festzulegen, denn ich habe eigentlich in der ganzen Zeit einige G1, auch sogar eine G2-Figur gefunden, also aus den 80er, 90er Jahren, die ich immer haben wollte, aber eigentlich nie hatte vorher, sozusagen. So, das, ob das nun der Trigger Happy war, Target Master, leider fehlt mir noch der Target Master dazu, aber die Figur, ich habe sogar zweimal in diesem Jahr gefunden, zu einem absolut günstigen Kurs, in absolut wirklich sehr gutem Zustand. Dann habe ich die Decepticon Clones mir gekauft, schon in der japanischen Box, super günstig. Und ja, was hatte ich denn noch? Den Sideswipe, den G2 Sideswipe in Schwarz, der hat mir auch richtig gut gefallen. Und ich könnte jetzt hier wirklich noch, ich gucke auf meine kleine Liste, da habe ich mir Notizen gemacht, damit ich alle Figuren eigentlich nochmal Revue passiere. Darunter war auch Runabout, den habe ich vervollständigt, auch eine richtig schöne Figur. Aber der meisten mich doch beeindruckt hat, die Figur, die ich auch seit meiner Kindheit immer haben wollte, auch wenn diese Figur ich jetzt nicht vollständig bekommen habe, aber zu einem guten Kurs, und das war Jetfire. Jetfire ist einer der ersten Transformers-Figuren, die mit in Deutschland rausgekommen sind. Das ist eine Figur, die nicht im Cartoon erschienen ist in dieser Form. Die basiert eigentlich auf dem Anime Macross von Bandai. Und da hatte damals sich Hasbro die Lizenz geholt. Dieser Macross-Jet ist noch fast 1:1 zu sehen. Ein bisschen andere Kolorierung, glaube ich, war es. Also in der eben Serie Macross eben, beziehungsweise in der US-Version Robotech. Dadurch kannte ich die Figur überhaupt erst. Und die Figur ist aber aus lizenztechnischen Gründen dann nicht beim Transformers Cartoon in der Form verwendet worden, sondern eben halt abgewandelt als eine Neuinterpretation und als ein Nebencharakter. Er war ursprünglich sogar als Anführer der Autobots geplant. Wurde aber nichts draus, weil eben die Lizenzprobleme dazwischen waren. Und so wurde es Optimus Prime, unser beliebter Truck, der unvergessen ist bis heute. Jedenfalls, diese Figur wollte ich und mein Bruder wollten die immer in der Kindheit haben. Irgendwie ergab sich das nie. Jetzt habe ich sie zwar nicht, wie gesagt, vollständig und in einem bespielten Zustand, aber überhaupt sie mal zu besitzen, und die, aus dem Jahre 84 ist sie, 1984, also 38 Jahre alt, also richtig toll, und das war ein echtes Highlight und so ein richtiger Nostalgie-Moment. Und ja, das war der Transformers oder die Transformers-Figur, die mich echt am meisten beeindruckt hat. Natürlich habe ich auch eine ganze Menge andere Figuren gekauft, aber wirklich Transformers G1 versetzt mich doch immer mehr in Nostalgie als jetzt eine aktuelle Figur, die mich zwar auch begeistert kann, aber nicht dieses gleiche Feeling hinterlassen kann. So, das war ja der vierte Platz. Auf Platz 3 ist auch etwas, was von Hasbro Takara, von den Transformers-Machern sozusagen, herausgebracht wurde. Und zwar geht es um Battle Beast. Ich bin auch ein großer Sammler der Battle Beast. Ihr habt ja mehrere Videos von mir auch gesehen. Ich habe eine ganze Menge der Figuren. Und ich konnte in diesem Jahr einen wirklichen Schnabber landen von etwas. Ich habe einen Mock gefunden. Eine, ja, auch On-Card, zwei Figuren von den Battle Beasts. Es ist auf einer englischen Card. Also es ist US oder England. Also es ist identisch, aber es ist eine US-Card, wenn man so will. Der Serie 1 in einem wirklich sehr guten Zustand. Minimale Sachen, die eben halt ja, nicht in Ordnung sind sozusagen. Zum Beispiel waren die Waffen der Battle Beast mit Tesafilmstreifen in der Box geklebt. Dadurch, dass der Kleber über die Jahrzehnte, die sind eben auch 1986 herausgekommen, 85, 86, dadurch hat sich der Tesafilm in dem Klebestreifen der Kleber gelöst und die Waffen sind in die Box gerutscht. Aber das ist ein Traumzustand. Richtig schön, und das Ding irgendwie zu finden, hätte ich nie geglaubt, jedenfalls in Deutschland. Und ich habe da einen unschlagbaren Preis für bezahlt, der ja fast unglaubwürdig ist.
Also wirklich Wahnsinn. Das hat mich echt begeistert. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein vernünftiges Case für diese wunderbare Edition, die wirklich begeisternd ist. Ja, das war echt ein echtes Highlight, das zu haben. In meiner Kindheit habe ich von den Figuren wirklich keine gekauft der ersten Serie live, deswegen ist wirklich der erste, den ich nicht in die Händen hielt, aber der erste, den ich wirklich gekauft habe, die ersten On-Card-Figuren überhaupt dieser ersten Serie. Ich habe erst zur vierten Serie eben halt die ersten Figuren gekauft. Ich habe eigentlich nur zwei Figuren in meinem Leben wirklich original gekauft, den Rest habe ich gebraucht. Inzwischen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Da könnt ihr auch in meinem Verlauf sehen, was ich an Battle Beast Videos habe. Schaut da mal rein. Auf jeden Fall, da seht ihr, was ich noch alles gefunden habe und wie meine Sammlung da aussieht. Ja, das war Platz 3. Platz 2 ist auch ein echter Nostalgie-Moment, der mich sogar eigentlich im Dezember 22 wirklich noch geflasht hat. Es war wie ein kleiner Traum, der wahr geworden ist, denn es geht um zwei C64-Spiele, die ich endlich als Original besitze. Ja, ihr mögt das immer sagen, was wollte der mit diesen alten Games? Aber in meiner Kindheit haben die beiden Last Ninja-Spiele, Last Ninja 1 und Last Ninja 2, Back for Vengeance, haben mich völlig begeistert auf dem C64. Ich habe sie rauf und runter gespielt mit meinem besten Kumpel Jens. Wir haben so viele schöne Momente verbracht. Das war eine Herausforderung, die durchzuspielen, weil es war schon eine andere Art Spiel, bisschen komplizierter eben halt, als manche Spiele vielleicht heute sogar sind. Man musste echt noch suchen, man wusste nicht, was man machen sollte, um weiterzukommen. Es gab so ein paar kleine, ein kleines Action-Adventure, kann man sagen, ist es auch, aber es war halt herausfordernd. Das überhaupt durchzuspielen ohne unendlich Lebenstrainer haben wir sowieso nicht geschafft, aber es war etwas, was uns sehr begeistert hat, allein durch die Musik und all das. Und das war, dass ich das noch Ende des Jahres 22 in den Händen halten kann, diese Originalboxen, haben mich völlig begeistert. Also Wahnsinn. Das war für mich echt Nostalgie. Wie gesagt, ich habe es mir immer gewünscht, als Original mal zu besitzen. Ja, jetzt ist der Wunsch in Erfüllung gegangen. Und deswegen sind diese beiden Games auch auf Platz 2 gerutscht. Die sind, was ich die Liste gemacht habe, war das doch davor. Das heißt, in dem Sinne ist eine Sache dann später am Ende rausgerutscht aus der Top 5. Aber und das hat das sich gleich nach vorne katapultiert, weil es doch mit der fast der begeisterndste Moment war, den ich in diesem Jahr hatte an Pickups. Also kommen wir zu Platz 1. Was könnte auf Platz 1 sein? Und wer den Kanal so ein bisschen verfolgt hat, der wird sich vielleicht denken, es ist noch nicht in den letzten Platzierungen dabei gewesen, also nicht bei Transformers. Ich habe ja, wie gesagt, rückwirkend Last Ninja Games, dann kam der Battle Beast Mock, die Transformers-Figur Jetfire und ich hatte auf dem letzten Platz die Resident Evil Village Collector's Edition von etwas Modernem. Das ist eigentlich das Modernste. Was könnte jetzt auf Platz 1 sein? Ja, es ist, ihr seht es hier, Captain Future. Ich habe eigentlich in den letzten Jahren immer natürlich bei Captain Future geguckt und immer ein bisschen das mitverfolgt, aber jetzt nichts aktiv gekauft, muss ich ehrlich zugeben. Und dieses Jahr gab es einiges an Captain Future Stuff, wo ich eigentlich die Gelegenheit hatte und dann zugegriffen habe. Und ich musste mich auf eine Sache ja festlegen, wo ich wollte, auf den Fund. Und ich habe diesen Fund, das habe ich zum Glück auch in einem Video gepackt. Anders ging es nicht anders. Ich habe für einen absoluten Schnapperkurs mit Boxen, auch wenn die teilweise beschädigt sind, zwei Captain Future Figuren aus dem Jahre 1980 gefunden. Da war einmal die Future Comet, die kleine Metallkomet mit einer klar beschädigten Box, aber in einem absolut Top-Zustand, vollständig und richtig begeistert, eben, wie gesagt, von 1980. Und einen Professor Simon Wright von 1980, der einer Klappe hinten eine Kleinigkeit abgebrochen war, was überhaupt nicht auffällt. Der ist noch total heil, der macht sich auch als Dekoration gerade eben halt in meinem Regal wunderbar. Und ich bin völlig begeistert, weil ich habe die in meiner Kindheit gehabt. Ich gebe ehrlich zu, auch teilweise zerspielt. Die Future Comet habe ich in meiner Kindheit zweimal gehabt. Einmal ist sie mir auch kaputt, gebrochen durchs Spielen, in der Erstauflage und in der Zweitauflage. Da gibt es
an den Protonenkanonen konnte man sehen, ob erste oder zweite Auflage. Die erste Auflage hat kleine Protonenkanonen, die zweite Auflage hat längere Protonenkanonen, weil man Angst hatte, dass die kleinen dann ins Auge eher gehen. Deswegen, das war eben halt meiner Kindheit. Ich habe, wie gesagt, das auch dann mal besessen. Auch den Simon Wright habe ich besessen. Der ist dann aber auch wirklich zerspielt worden. Der ist kaputt. Da ist existiert gar nichts mehr worden. Leider, was mich manchmal selbst wundert, dass ich teilweise die Boxen früher ausgeschnitten hatte, die Bilder, und dann irgendwo sind die verschwunden. Ich, ganz ehrlich, weiß noch nicht mal wo. Vielleicht finde ich sie irgendwann wieder. Das hoffe ich immer noch. Teile davon. Aber wer weiß. Und ich, wie gesagt, die jetzt nochmal neu zu bekommen, die Future Comet. Ich hatte eine Metall Captain Future Comet schon, die ist noch nicht ganz vollständig, aber die jetzt nochmal, wie gesagt, in einem perfekt super Zustand zu finden, das hat mich völlig begeistert und dann auch zu einem absoluten Traumkurs. Das war Wahnsinn. Und überhaupt Captain Future habe ich dieses Jahr einige Sachen gefunden, von Captain Future Comics günstig, aber das würde ich jetzt nicht als das Highlight bezeichnen, das ist auch sehr, sehr schön. Aber eben halt diese alten Toys in den Händen zu halten, das war begeisternd. Aber überhaupt Captain Future hat dieses Jahr mich verfolgt, dass ich einiges zugelangt habe. Da ist auch die Blu-ray Special Edition Box noch eigentlich nichts Besonderes. Sehr besonders war auf jeden Fall auf der Polaris die Captain Future LP zu finden mit dem ersten Hörspiel. Es gibt zwei Stück, also die zweite LP fehlt mir jetzt noch. Aber überhaupt die zu finden, auch zu einem wunderbaren, günstigen Kurs, da war ich völlig begeistert. Dann, was ich auch gemacht habe, nach 40 Jahren habe ich mein Captain Future Einklebealbum vervollständigt. Da habe ich mir die Sticker gekauft von 1980 und ich habe auch diese wunderbare, oder davon die wunderbare Original-Stickertüte erworben, noch geschlossen, wo eben halt, ja, ich glaube 6 oder 8 Bilder damals immer drin waren. Und all das aus den 80er Jahren nochmal in den Händen zu halten, auch zu überhaupt zu bekommen, das war ein echtes Highlight. Das waren meine 5 Highlights, die mich dieses Jahr, oder nicht dieses Jahr, die sie mich im Jahr 2022 wirklich, ja, sich als bestes Pickup bezeichnen kann. Also das waren wirklich Pickups, die wirklich, ja, viel Nostalgie in mir geweckt haben. Ja, das soll es jetzt gewesen sein. Spy 5 ja, Highlights, die ich euch heute präsentiert habe. Lasst es mich wissen. Wie seht ihr meine Highlights? Was begeistert euch daran? Lasst uns sprechen sozusagen in den Kommentaren. Ansonsten freue ich mich über ein Like, ein Abo und teilt das Video. Ich freue mich über mehr Zuwachs. Na, damit wir noch mehr Leute haben, mit denen wir uns unterhalten können sozusagen. Und das soll es jetzt gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.